Aline hat sich hingesetzt und euch die dreistesten Manöver rausgesucht. Tut mir bitte einen Gefallen und nehmt euch da kein Beispiel dran. Eure Videos. Es ist kaum zu übersehen, aber das ist ein Parkhaus. So, und was gleich passiert, das hat er schon zweimal beobachtet und jetzt passiert es bei ihm. Und deswegen wollt er es uns doch mal mitteilen. Weil sparen like a boss. Ja, achter rijdt gewoon door. Dat doet hij nou elke keer. Nee, dat autootje? Ja. Wat ga je nou doen? Hij doet dat elke keer. Es müsste mal langsam einer eine Website erstellen, wo wir den dümmsten Trottel des Monats und vielleicht sogar den dümmsten Trottel des Jahres wählen können. Weißt du, wo jeder so abstimmen kann mit den einzelnen Clips? Verstehst du? Weil hier hätten wir so ein Prachtexemplar, den würde ich direkt nominieren dafür. So, und du fahrst jetzt zurück. Warte mal. Sag mal, fahr doch zurück, du Depp! Ja, hoffentlich hast du jetzt das Auto kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob es ihm das wert war. Reifen kaputt fahren, Spur verstellt, vielleicht noch aufgesetzt irgendwo. Es ist unglaublich, oder? Was für ein Arschloch, ey! Ich glaub's ja wohl nicht. Ach, sowas Blödes, schon wieder Stau. Eine Spur, zweite Spur. Da ganz rechts ist doch noch eine Spur. Ah, ich mag den nicht, der ist mir unsympathisch. Also diesen Clip, den muss man mal einem Psychiater vorlegen, weil ich bin nicht in der Lage, das zu analysieren. Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht sind ja bei euch ein paar Hobbypsychologen dabei. Sind ja eigentlich in den Kommentaren immer welche zu lesen. Also haut mal raus. Und nachdem der Spacken einmal alle eingebremst hat, da hinten zieht er hin. So, was war jetzt? Ist hier 100 und die sind nur 80 gefahren und das gefiel dem nicht? Also meinte er alle mal auf 50 oder 40 runterbremsen zu müssen oder was? Um denen eins auszuwischen oder wie oder was oder wo oder wer? Ich verstehe es nicht. Der Typ ist in meinen Augen vollkommen krank. Stichwort Ampelblitzer. Er weiß anscheinend, dass da einer ist. Die Ampel wird rot und er fährt diesen Schlenker. Ob er damit glaubt, nicht geblitzt zu werden? Ich weiß es nicht. Und irgendwo bei dem Gerangel haben sie sich tatsächlich berührt. Die Autos kommen von rechts, weil sie grün haben. Ja, soweit normal. So, der letzte möchte allerdings auch noch durchfahren. Also gibt er Vollgas, überholt.
Also ich sage euch ehrlich, man soll ja normalerweise aus diesen Videos lernen, wie man es nicht macht. Aber hier kann man auch noch ein bisschen Rüpeltricks sich abgucken, oder? Wenn ihr glaubt, Tesla-Fahrer sind die besseren Menschen, weil sie was für die Umwelt tun. Boah, ist das ein Arschloch, der Tesla-Fahrer. Das geht gar nicht. Komischerweise gerät er ausgerechnet auf Höhe des Fahrrads so weit nach rechts von der Straße, dass er durch die Pfütze fährt und den Fahrradfahrern das macht. Das ist schon komisch, ne? Wir hatten ja nun erst kürzlich, dass die Leute bei der Baustelle durch die Baken durchgefahren sind und diesen frischen, schönen Asphalt kaputt gefahren haben. Er macht's anders. Er fährt auf dem Bürgersteig an der Baustelle vorbei. Unfassbar. Fährt er einfach auf dem Bürgersteig hier weiter. Gewusst wie, gell? Hier wieder so einer. Stradivari, der Arschgeigen. Och, guck mal, wer da ist. Das ist er doch. Weißt schon, dass das rot war, ne? Du bist aber rot gefahren. Okay, dein Führerschein. Ist dem Typen vollkommen egal. Also, was heißt dein Führerschein? Der wird keinen haben, der wird auch nie einen kriegen. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Hier rechts im schwarzen Auto sitzt der Teufel drin. Oder der Sensenmann, was weiß ich. Hier rechts ist er wieder und er hat's immer noch eilig. Peter P. hat hier noch so eine Luftaufnahme angehängt. Der Typ ist anscheinend von unten gekommen und dann hoch da, querfällt ein und oh Gott, warum? Ist wahrscheinlich eine Abkürzung, wa? Wenn möglich, bitte wenden. Jetzt! Der wendet da doch nicht, oder? Also der Fahrer ist ja auch nicht ganz dicht, ne? Wie kann man hier auf so einer Land- oder Bundesstraße einen Wendler machen? Was Blödes. Stau. Ne? Da vorne ist aber jemand, der hat gerade eine SMS gekriegt. Sie schreibt, meine Eltern sind jetzt weggefahren. Ich habe 3 Stunden sturmfrei. Kommst du? Effen, bist du? Ich nehme jetzt zum dritten Mal diesen Clip auf, weil ich mich derart aufrege, das kann ich nicht senden. Wir sind hier in einem Ghetto oder Slums oder sowas, auf jeden Fall haben die Leute absolut keinen Verstand, denn die Mütter ziehen ihre Kinder querfeldein über eine 4-spurige Kreuzung, die fahren mit dem Fahrrad hier kreuz und quer. Was bringen die ihren Kindern bei, bitte? Was fehlt euch in eurem Gehirn? Ihr seid doch echt absolut das Letzte. Absolut das Letzte. Absolut das Letzte. Bis zum Rewe hinfahren. Jo, fahr du auch noch drüber. Rote Ampeln sind nur eine Empfehlung, ne? Ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, aber ich hätte mir da schon Querverkehr gewünscht. Aber einen schnellen. Ja, Leute, es wird immer asozialer. Achtet auf den güldenen Golf. Ja, wenn du so anfängst zu überholen, also dann hast du echt einen Arsch offen. Das steht fest. Manche Menschen sind doch überhaupt nicht klar im Kopf, oder? Bist du behindert? Was ist denn mit dir? Falsch mit dem. Digga, du hast ein Kind! Aber wie dreist, ne? Beim ersten Mal passt es nicht, vielleicht beim zweiten Mal mit mehr Schwung. Ja, der ist doch nicht ganz dicht. Alter. Ja,
hat ein Kind auf dem Rücksitz. Und vor allen Dingen, er fährt schon. Ja, jetzt hat er sich entschuldigt. Ja, hat er nicht, der hat gepöbelt. Nee, der hat das. War nicht zu dicht auf, hätte mir der kann. Ja. Er hat sogar zwei Kinder hinten dran. Drei Kinder, Alter. Mit der Videoaufnahme direkt zur Polizei, Alter.